also wieder zurück. Und wir gehen dann nach Nordwesten von der Stelle aus, wo wir jetzt sind. Süden. Ja. Südwesten. So, und jetzt gehen wir von hier aus nach Nordwesten den Fluss entlang. Das geht dann hoffentlich ein wenig schneller. Und wird irgendjemand nass und vielleicht auch noch krank? Nein. Wir marschieren weiter, denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Und stellen jetzt hier nochmal die Sachen neu ein. Also, Gerugon, Terik, Gerugon. Halten Wache, Myrm jagt. Und obwohl Talana krank ist, geht sie Kräuter suchen. In der Hoffnung, dass sie genau die Kräuter findet, die sie braucht, um sich selbst zu heilen. Oder die sie braucht, um sich heilen zu lassen. Aber leider nicht. Schade. Oh, noch jemand ist krank geworden. Und sie kann sich nicht selber heilen. Und Orks. Ja, komm schon. Wenn schon, dann richtig. Jetzt werden alle krank und wir werden durchgehend überfallen. So, du läufst weg. Aber sind ja nur drei Orks, das müsste schon machbar sein. Hat keine Pfeile mehr. Natürlich. Warum auch nicht? Fulminictus. Jetzt verschwenden wir auch ein bisschen Astralenergie. So, du dahin. Angriff auf den. Und Terik ist ja schon ganz schön angeschlagen, fällt mir gerade auf. Weil wir ihn eigentlich heilen wollten und es vergessen hatten. Wegen der Krankheit. Ja, zu leicht ablenken lassen. Nee, kein Fulminictus. Du sollst Kampf Ignifaxius. Maximum. In Kende. Und mit etwas Glück kriegen wir jetzt wenigstens zum ersten Mal seit langem wieder Beute. Weil es ist ja kein Kampf im Sumpf. Da gibt es ja komischerweise gar keine Beute, sondern draußen auf der Straße. Und dann hätten wir wenigstens wieder was zu verkaufen. Denn es ist schon echt übel, durch die Lande zu ziehen, ohne Ausrüstung und ohne Geld. Gerade jetzt auch bei der Flussreise. Die hätte uns einiges an Weg erspart, aber wir hatten nicht mehr die neuen Dukaten dafür. Und drei Säbel. Sehr, sehr schön. Das müssten wir eben 30 Dukaten gewesen sein. Wir marschieren weiter. Alte Option. Jo. Myrm sitzt am ganzen Leib. Die Frostschäden tun immer noch ihr Werk. Myrms Körperkraft sinkt um einen Punkt. Okay, Myrm hat also Frostschäden. Wir haben es ja auch inzwischen schon Winter, das ist verständlich. Komm, weiter marschieren. Und das sollte man auch nicht ignorieren, denn die können permanent Schaden verursachen. Und warum hast du 15 Rationen dabei? Die müssen wir gleich verkaufen. Aber gut, eine Nacht müssen wir noch überstehen. Kein permanenter Schaden anscheinend. Und jetzt müssen wir in der Stadt unsere Sachen loswerden und unsere Leute heilen. So, erstmal gucke ich ganz kurz nochmal, was für Werte sie in Krankheiten heilen hatte. 2 und 3. Aber sie hat die besseren Werte. Also gucke ich mal ganz kurz, ob ich die Kräuter jetzt von Myrm zu Talana schieben kann. Das war das Falsche. So, du. Was ist nun Gift? Tanele vielleicht noch. Tanele. Dahin. Wirselkraut. Dahin. So. Du. Dahin. Talent anwenden. Krankheiten heilen. Myrm. Talana kann am besten wenig feststellen, von welcher Krankheit Myrm befallen ist. Da sind blaue Zehen und das ist Frostschaden. Na komm, nochmal. Geht das vielleicht jetzt? Myrm? Ah, mal sehen, was ich bei Frostschäden machen kann. Zar sei Dank, Talana hat Myrms Krankheit stoppen können. Ein Wirselkraut brauchten wir nur. Sehr gut. Wenigstens eine Sache hätten wir schon mal erledigt. Was sagt die Karte? Wir wollen zuallererst zu einem Waffenschmied. Der war hier unten. Nein. Da war sie. So.
Hoffentlich ist es noch nicht zu spät, aber es sieht zu spät aus. Nee, sehr schön. Verkaufen. Mürrim. Ein Säbel. Auch noch zwei Säbel. Den Kurzbogen. Stiefel nicht, nein. Das war's auch schon. 39 Dukaten. Wer soll feilschen? Tirik. 6%. Raus hier. So. Und jetzt ganz schnell zur Kräuterhändlerin. Und da versucht man entweder die Kräuter zu kaufen, die wir direkt brauchen, oder ein Krankheitselixier zu erwerben. Hat sie ein Krankheitselixier? Nein, hat sie nicht. Das ist schon mal nicht gut. Und eine Yoruga-Würzel, wenn es denn wirklich das ist, was wir brauchen, kostet 23 Dukaten. Es könnte aber auch der Kairanhalm sein. Eins von den beiden hatten wir vor kurzem noch im Inventar und haben wir jetzt nicht mehr. Alles andere haben wir sonst, außer das, das haben wir noch nie benutzt. Und das hier auch nicht. Also ich probiere jetzt einen Kairanhalm, der ist eh nicht so teuer. Ein Gulmon-Blatt. Oh, Ilmenblatt haben wir auch noch nicht. Okay, erstmal eine Yoruga-Wurzel. Eine. Okay. Falschen. Tirik. 9%. Sehr gut. Raus. Und sie muss jetzt schließen. Drücken wir die Daumen. Ilmenblatt haben wir noch. Okay, das war's also nicht. Talent anwenden. Krankheiten heilen. Talana. Ja, Zar sei Dank. Aber hallo ist Zar sei Dank. Und wir brauchten sogar zwei Kräuter. Mann. Das war, ja, ein Abenteuer im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst wieder zurück. Oh, wir haben noch einen Langbogen über. Okay, das kann dahin. Das Ding könntest du mal anziehen. So. Und jetzt sollten wir uns einfach nur irgendwo ausruhen für ein paar Tage. Und danach können wir in den Sumpf zurück. Eine Taverne. Ach komm, wo wir schon mal hier sind, können wir gleich in die Taverne gehen und da ein wenig Geld verdienen. Ups, das war nicht die Taverne. So, wir hätten gerne 4 Bier. Hier bekommt man wenigstens auch Alkohol und muss nicht Milch oder Tee trinken. Und Mürrim wird gern tanzen. Und Mürrim wird gern akrobatisieren. Und Mürrim würde gerne musizieren. So. Und jetzt können wir schlafen. Da oben schaut doch gut aus. Und wir nehmen sogar ein Einzelzimmer. Für 3 Nächte. Talana kann auch meditieren, aber nicht besonders viel. Sagen wir mal 10. Misslingt. Okay, dann schlafen wir erstmal nur eine Nacht. Alle regenerieren, sehr gut. Also ihre Attribute. Und jetzt probieren wir es nochmal mit Talana. Meditation. 10. Sehr gut. Schlafen wir, ja. Eine Nacht. Mürrims Attribute steigen weiter. Alle regenerieren schön. Sauber. Noch einmal. Talana. Meditation. Na, okay, wieder 10. Autsch. Schlafen. Jo. Sehr gut. Das reicht auf jeden Fall. So, wie viele Dukaten haben wir jetzt noch? 21 Dukaten. Wir brauchen auf jeden Fall neue Pfeile. Und wir brauchen eigentlich alles mögliche an Ausrüstung. Sei es Helme, sei es ein Schild für Tirik. Wir haben, ich lege das mal ein wenig zusammen, wir haben jede Menge Proviantpakete. Um nicht zu sagen, viel zu viele Proviantpakete. Die könnten wir mal beim Krämer verkaufen. Also Krämer, das verkaufen. Waffenhändler, den einen Bogen, den wir noch über haben, verkaufen. Was war das noch? Ah ja, Pfeile kaufen beim Waffenhändler und je nachdem, wie viele Dukaten wir dann noch haben, noch Schilde und Rüstung. Verkaufen.
Talana, die 26 Stück. Und ruhig die auch noch. Fast alle. So. Noch irgendwas. Nö. Falschen, direkt. Konnte nichts erfalschen. Und sowas war mal Händler. Tja, Terik. Aber du siehst wahrscheinlich viel zu wüst aus, um einigermaßen momentan handeln zu können. Solange wie wir schon jetzt auf Reisen sind. So, du springst bitte zur Waffenhändlerin zurück. So. Und verkaufst den einen Bogen, noch den wir vorhin vergessen haben zu verkaufen. Langbogen, Langbogen. Der kann weg. 27%, schon viel besser. Und jetzt würden wir gerne kaufen. Und zwar 80 Pfeile. Sind schon mal eben 13 Dukaten. Dann hätten wir gerne noch ein Schild. 22 Dukaten. Und eigentlich hätten wir gerne noch ein paar Roben. 1, 2, 3. Damit jeder ein wenig wärmer eingepackt ist. Und sonst... Was fehlt sonst noch so? Jeder hat mindestens ein Hemd oder eine Rüstung an. Ah, Helm und Lederzeug, aber die werden wir hier nicht kaufen können. Nö. Na gut, falschen. Kommt schon wieder 27%. 5%. Wenn es drauf ankommt und so. Na gut, du ziehst das bitte an. Nimmst die Pfeile in die Hand. Gibst das weiter an Gerugon. Gibst das weiter an Terik. So, also, wir sind einigermaßen ausgeruht. Keiner ist krank. Wir haben unsere Sachen verkaufen können. Und wir sind sogar genug warm angezogen, um den Winter einigermaßen zu überstehen. Salamander wollen wir nicht kaufen. Nein. Wir wollen jetzt wieder zum Ausgang der Stadt. Und Richtung Sumpf laufen. Und zwar südlich. Ja. Routenplanung. Das war am Wasser lang. Weiter fortsetzen, ja. Dann in die Herberge, ja. Und dann südöstlich in den Sumpf. Und mit etwas Glück finden wir unterwegs noch das ein oder andere Kraut. Und regenerieren die letzten Astralenergiepunkte und Lebenspunkte. Zwischendurch werden auch die Wasserschläuche aufgefüllt, sehr gut. Und wir haben es auch nicht allzu eilig, in den Sumpf zurückzukommen. Also werde ich unsere Helden immer dann rasten lassen, wenn sie es denn gerne wollen. Und nicht durch die Nacht marschieren. Ah, anscheinend reicht das nicht so wirklich an Wärme. Aber Geld für Schlafsäcke hätten wir auf keinen Fall gehabt. Oh, Terik hat was? Irgendwas. Okay. Kräuter wieder zurück zu ihr. Ich denke, es werden Frostschäden sein. Oder ein Dumpfschädel. Und dafür hätten wir ein Belmatblatt. Das wäre okay. Talent anwenden. Krankheit heilen. Terik. Frostschäden. Kein Wirselkraut. Erstmal schlafen. Jo. Er wird wieder schwach. Und wir werden angegriffen. Oh, ein Waldschrat. Das ist ja auch ungewöhnlich. Du auf den. Und du verbrennst ihn einfach. Das wird bestimmt ganz gut Schaden machen. Ähnlich wie bei den Mumien. So. Oh, da ist noch ein zweiter oben. Gut getarnt hinterm Baum. Da hinten. Den fahren wir doch gleich mal ab. Den anzaubern. Probieren wir mal. Zaubern. Kampf. Obwohl uns was dran ergeht. Gucken wir mal, wie Terik's Axt mit dem Baum umgehen kann. Angriff auf den. 14 Trefferpunkte. Schaden bekommt er auf jeden Fall schon mal. 15 Trefferpunkte und vorbei. Sehr gut. Oh, keiner irgendwie krank geworden? Nein. Stopp. Reiseoption. Umdrehen.
Wir müssen zurück zur Stadt und ein Würselkraut kaufen. Lagerplatz aufsuchen. Komm schon, ein Würselkraut. Keine Kräuter. Nee. Wir sollten auch nicht mehr... Oh, nochmal überfallen. Oh, das sind Räuber. Die können teilweise echt garstig sein. Also machen wir mal einen Blitzstichfind auf den da oben. So, Räuber ist gelandet, sehr schön. Und wenn Talana wach wird, scheucht sie den da hinten um den Horiphobos weg. Wenn Talana bösartig geweckt wird, dann wird der Horiphobos gleich noch viel, viel schlimmer werden. Zauber, Beherrschung, Horiphobos. Oh, ist noch einer. Noch mehrere. Gar nicht gut. So, der flieht. Dann läuft Talana gleich noch zu dem da hin und schickt ihn auch weg. Und du läufst da ran. So, sehr gut. Du läufst zu Mürren. Wartest erstmal. Zaubern. Bewegung. Acceleratus auf Gerugon. Beschleunigt, sehr gut. Und Tyrik kann schon mal ran. Angriff auf den. Einer weniger, der schießen kann. Und zwei weniger, die schießen können. So viel dazu, sie können trotzdem noch schießen. Du dahin. Ich sagte du dahin. Und da du nicht mehr zaubern kannst, einfach einmal draufhauen. Sehr schön. Au. Ja, Gerugon kann jetzt dann machen. Du kannst schießen auf den da. Komm schon, zurück. Ja. Er ist echt zu geschwächt und 9 Trefferpunkte gerade. Das ist ja echt garstig da. Du Beherrschung. Horiphobos auf den. So, du haust den. Komm schon, einer von euch muss ja langsam mal umkippen. Bisher hat nur Talana geschafft, irgendjemanden vom Schlachtfeld zu säubern. Und das auch nicht durch Schaden, sondern einfach durch den Zauberspruch. Au. Komm schon, komm schon, komm schon. Gar nicht gut. Du läufst da ein und machst da weiter. Angriff auf den. Du geh mal da rum. Und geh rüber und wechsel gleich das Ziel auf Tyrix. Damit sie es endlich mal schaffen, einen runter zu prügeln. Du kannst von da aus nicht mehr treffen, ne? Nein. Okay, dann beweg dich doch mal bitte dahin. Und schieß von hier aus auf den. Kannst du auch nicht. Dann schieß halt auf den da. So, Gerugon kann jetzt ran. Dann hilft doch mal schnell Tyrik. Na, endlich. So, du sparst dir das mal. Du haust den. Du haust den gleich nochmal. Und haust den gleich nochmal. Ja, Accelerator ist schon echt praktisch. Da drauf. Jerry kann jetzt auch ran. Der hier müsste noch recht frisch sein, was den Schaden angeht. Du kannst auch ein bisschen mithelfen. Ablenken tust du allemal. Und ab und an trifft sie ja auch für ein paar Schadenspunkte. Du gehst vorn ran. Und du stellst dich hier und schießt schräg rein. So, Computerkampf. Ganze Gruppe, keine Magie. Dann müsste der gleich zusammenfallen. Sehr gut. Zwei Schwerter, Kurzbögen, Pfeile, kommt alles mit. Und 3 Dukaten. Sehr gut. Talana ist krank. Ja, stopp. Reiseoption, Reise unterbrechen. Abspeichern.
Sicher? Ja, sicher. LP 052 müsste das inzwischen sein. So, und in der nächsten Folge gehen wir zurück nach Tiefhusen, verkaufen unsere Beute, heilen uns erneut und werden dann wohl eine Weile erstmal in Tiefhusen bleiben, ein wenig Geld verdienen und uns noch besser ausrüsten. Damit es dann hoffentlich nicht wieder vorkommt, dass wir aus dem Sumpf raus müssen, bevor wir unsere Aufgabe erledigt haben. Aber gut, gespeichert ist und wir sehen uns gleich wieder.